Merci auch dem Reporter, den das Projekt natürlich an den Himmel gelöft hat, wobei ich aber bei vielen nicht so direkt kann man da verstehen, sie vielleicht auch die Sache, weil im Terrain wahrscheinlich nicht so sind. Ich will aber auf sieben Punkte hergehen von dem Gesetz, das wir haben, zum Thema die öffentlichen Europaschulen, die immer mehr abgerichtet gehen. Erster Punkt, dass ihr nicht sollt vergessen, dass bei einer Schule nicht nur darum geht, für ein Diplom zu gehen. Ja, das ist auch wichtig. Ja, muss ich gucken, dass jeder Verein die bestmögliche Bildung kriegt. Mir geht auch um andere Sachen. Es geht auch darum, in der Schule eine Basis zu legen für eine soziale Kohäsion hier im Land. Gerade zu Lützeburg, wo man ganz viel Ausländer haben, wo man ganz viel Migrationen aus der substanziell wichtig, dass man Kanner zusammenfeiern, dass man sie lehren, zusammen einen Weg zu gehen, dass man Gemeinsamkeiten schaffen. Die brauchen wir in unserer Zukunft, in unserem Land. Und Kanner müssen auch in Zukunft zusammenhalten und nicht dafür getrennt sein. Feiert mich dabei den zweiten Punkt, eben Trennung, die hier stattfindet, trotzdem an den europäischen öffentlichen Schulen, weil das ist ja einfach so, dass du hauptsächlich dann Kanner aus der Immigration werden hinkommen, sodass wir eine Trennung werden haben. Je nur Herkunftsland, nur Wurzeln, nur der Spruch, den du eben schwätzt, eigentlich nur Nationalität. Natürlich bin ich nur Schulen, wo dann die Englischsprache hier gehen, die Franzosen hier gehen, die Sprache, die Lützburg, Schule, die Portugiesen hier gehen. Schiedfried Krito, ein Modell, den ihm natürlich persönlich vielleicht mehr gerecht geht, mehr für soziale Kohäsion, für den Zusammenhalt hier im Land, als der Tod eine Katastrophe und für wirklich besser. Wir geben auf die Basen zurückkommen, die als Land ausgemacht und Integration an den letzten 100 Jahren hier im Land, das kann er zusammen zusammen in der Klassen zu setzen, dass sie zusammen können aufwissen, weil nicht mehr, wenn sie zusammen können aufwissen, da können sie auch nur zusammen das Gesellschaft gestalten, wie man bis bislang gemacht und mit dem wird man dem System heute immer mehr bedenklich gehen. Dann, dritter Punkt, muss ich noch realistisch sein, Zukunftschancen für die Kanner werden, die werden an diesen internationalen Schulen mit klein teilweise gehen. Das ist ein gewisser Muss, eine Mogelpackung. Auch das habe ich schon gesagt, sie lehren hier Sprachen nicht auf dem Niveau, wie sie sich verlehren, an einem klassischen Lützebäuer System. Also sie werden da nur Schwierigkeiten haben, zum Beispiel an die Funktion Publik heranzukommen, zum Beispiel für ihren Beruf zu holen, für Polizisten. Und ich weiß auch, dass ein ganz paar die Schulmeisterin an der Primärschule bei Eltern, die eventuell darum denken, wir können aus der Schule zu gehen, ihnen da doch mal auf den Weg gehen. Passt, ob von der Kanner da an die Schule geht, da werden sie da nur Männer Chancen haben, am Berufsleben heute zu Lützburg. Vierter Punkt, dass die Profen, die als Sprachen, ja, die können grummeln, so viel der Welt. Der Fakt ist, dass in die drei Administrativsprachen, die ihr braucht für Polizisten, für einen ganz paar Berufe am öffentlichen Sektor, die lehren den nicht auf dem niedrigen Niveau, hier an den öffentlichen europäischen Schulen. Das ist der Fakt, da könnt ihr grummeln. Voilà. Wenn wir dann auf den Punkt 4 kommen, Profen, die du angestellt gehen, die teilweise nicht als Spruch können, die Chambre, die funktioniert, ich schwätze davon, dass ich just nach eng Administrativspruch muss können, um Niveau B2. Und ich stelle die berechtigte Frage, ja, wie ein Spruch schwätzt dann überhaupt nach die Profen an Direktion Madeleine an so einem Lycée? Voilà. Kann das funktionieren? Sie schreiben, ne pourra guère fonctionner. Ich meine, auch die Chambre, die funktioniert, als sie nicht auf den Kopf gefallen hat, gesagt, da ein Problem kommen und die wird auch kommen. Dann ist das Problem allgemein, auch für die Chambre, die funktioniert, ausschwätzt, dass das Niveau geht dann trotzdem, schon du geschwätzt mit den Sprachen, ein bisschen mit Dave. Es geht auch heute geschrieben, es wird für die Eleven avec des Profils linguistiques particuliers. Und das Risiko ist ganz einfach, dass es manchmal eine Idee gibt, für, ja, du musst dich um Männer bemühen, weil du musst einen Männersprache lernen. Wir hatten alle gute, wahrscheinlich viel Schwierigkeiten, Sprache zu lernen. Wir müssen aber gemerkt, an heiger Lichter, die eben die Leute dort, und das feiert eventuell dazu, dass in der Mann motiviert, das für sich wirklich zu verbessern. Sechster Punkt, und das ist dann ein weiter eklatant wirklich ungerechtig geht. Und da kann kein Heider Bannen dagegen schwätzen. Das ist der Punkt, dass ich bei uns am Lycée muss 7 Jahre machen an der traditionellen Schule. Und dann möchte ich sagen, Premier mit 19 Jahren. Und sie machen hier an den europäischen öffentlichen Schulen ihr Premier mit 18 Jahren. Sie sind 1 Jahr Männer Schule. Das ist wie von der Allkant, von dem öffentlichen System aus, am traditionellen System, einfach mal schon gibt, wofür an 1 Jahr durchfallen. Ich fand es ganz, ganz schrecklich. Das heißt, ich feiere meine Ungerechtigkeit an bei Jaisekanner und das ist nicht drüber.
Siebente Punkt, das ist das Lützeburger Spruch, wo immer gesagt wird, sie geht gelehrt. Ich will wiederholen, ich habe mal einer ganz Part die Akteure und umher auch geschwärt. Es ist quasi nicht möglich, die Kanner wirklich, um Lützeburg auf ein gutes Niveau zu bringen, weil sie dann im Umfeld schon aufwissen, wo quasi kein Lützeburg geschwärt wird. Aber wenn man in der Schule dann ein, zwei, drei Stunden sind, okay, sie vielleicht vereinst Lützeburg Kanner da mit dem Gangspruch, als das Lützeburg, also sie lehren es nicht auf einem Niveau, wo sie dann nur auch könnten, für darauf zurückzukommen, an der Funktion Publik einen entsprechenden Platz umzuholen. Alles Stadt wundert aber nicht. Und da komme ich nochmal allgemein auf die Frage hin, was will die Regierung, aber nicht nach was will ein DP. Und das nicht weit sicher zu gehen. Für 7D stimmt nämlich in einem Interview am Quotidien. Da hat Madame K. nämlich gesagt, il faut arrêter de parler d'intégration. Il faut arrêter de parler d'intégration, Madame K. gesagt. Integration als fertig, das ist nämlich wichtig. Und Herr Meisch, die setzt das hier um. Die setzt das hier um. Das tut er verloren alles. Hier ist keine Integration. DP will keine Integration. Ja, die kann krummeln. Madame. Wann ich glaube, was sie mir rau ist. Das ist ein Frechheit. Der Herr Kreuzfurt. So die ganze Sätze. Das ist in den Furt oder das ist der Herr Kolb. Aber nicht wie lange, weil es die Zeit ist schon rüber. Merci, ich bin noch eine Motion, dafür kann ich ein bisschen wie lange schwätzen. Merci, Herr Präsident. Das ist kumulabel. Falsch. Madame Kahn, die gesagt hat, il faut arrêter de parler d'intégration. Und in der Schombachschnecke gesagt hat, wann ich griff. Hier ist der Satz weitergegangen, Herr Kolb. Und an der Schombachschnecke gesagt hat, am Kontext von der Integration, ich fand ein Aufpassen ist ja schon ganz schlimm. Also ich werde total dagegen. Ich meine, dass das aber ganz wichtig ist, dass wir im Land Integration und Integration heißt, kann er zusammen. Kann er zusammen von allen Horizonten zusammen eine Klasse setzen, weil wir gerne eine Gesellschaft, die zusammen ist. Und da gibt es auch Möglichkeiten, auch die haben wir schon oft bräuchte, wie man das kann machen und wie man das besser machen kann. Und das können wir erreichen, wenn wir es wollen. Der Teil ist das einfach eine einfache Mesur und da werden wir auch dagegen sein. Und zur Motion, die wir noch holen, das ist, Mihulo, Herr Präsident, Mihulo 6 der Schulen abgemacht. Ein Wannisch klebt. Mihulo 6 der, Herr Präsident, wie ist das noch ein? Also, wenn der Präsident aufruft, streng zu sein, dann ist es für dich mal streng mit dir. Weil die sind schon zwei Minuten in der Zeit. Das ist eine Emotion. Die hat auch nicht vor. Es sind direkt fertig. Ich kann mir probieren, ein bisschen rauszufahren, damit Herr Kolb kann aufschließen. Merci. Ja, ein Meinung, die ist, das gefällt, das für dich provokativ. Nein, es gibt Möglichkeiten an. Wir fanden auch eine europäische Schule, kann sie machen für vereinzelte Fälle von Kanner, die mich spät kommen oder die just pro Jahr kommen, wie man der Mann es doch gesagt hat. Wir haben die Bemut zu viel und dafür riecht meine Emotionen daran, viele abzuhalten mit den Schulen hier, um öffentlichen europäischen Modell anderen hinzugehen und traditionelle Schulen zu privilegieren. So nicht, merci. Merci vielmals, Herr Koi. Äußerst. Am nächsten Tag geschrieben,